Hallo, liebe Wildpflanzenfreunde. Heute möchte ich euch eine weitere Pflanze für den insektenfreundlichen Balkon vorstellen. Und zwar ist das das gewöhnliche Leinkraut Linaria vulgaris. Das ist eine schöne gelbe, leuchtend gelbe Pflanze. Die Blüten sind zwar hellgelb, blassgelb, aber die haben so eine orangene Farbe auch noch in der Mitte. Und dadurch leuchten die wirklich sehr schön. Genau, sie ist gut für die Töpfe geeignet, weil sie zwar Ausläufer bildet, aber sie verdrängt andere Pflanzen nicht und dadurch könnt ihr sie eben auch als Lückenfüller auf dem Wildblumenbalkon oder auf eurem Balkon nutzen. Das ist auch eine mehrjährige Pflanze, das heißt, wie die meisten, die ich hier vorstelle oder wie alle, das heißt, die kommt eigentlich jedes Jahr dann auch wieder. Die Blüten sind besonders gut für die Hummeln und Bienen und Honigbienen, Wildbienen, die schwer genug sind, eben um an den Nektar zu kommen. Das ist so eine Oberlippe und Unterlippe bei der Blüte. Und eben nur, wenn die schwer genug sind, dann können sie das überhaupt öffnen, um da reinzukommen. Allerdings gibt es auch ein paar Erdhummeln, denen ist das dann ganz egal. Die knabbern dann da einfach unten durch und beißen da einfach mal ein Loch rein und dann trinken die da trotzdem den Nektar. Das war eine weitere Wildblume, die für den sonnigen Wildblumenbalkon. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann schaut doch mal in mein Buch oder ihr schaut auf meiner Seite www.josana.net vorbei oder ihr schaut in den sozialen Medien beim Wildblumenhof vorbei.